Nein, natürlich, ich esse auch ein Wiener Schnitzel, aber ein Wiener Schnitzel, das muss so frieren. Ich das muss was? Ich habe mal einen Bayerischen Hof in München. Das muss frieren? So frieren. Denkt man jetzt an die Soufflöse, nein, es muss soufflieren, heißt in der Küchenfachsprache, also Wiener Schnitzel ist ja eigentlich Kalbfleisch aus der Oberschale, also aus der Keule vom Kalb natürlich. Oder aus dem Kalbsrücken. Und das ist dann mehliert, also mit Mehl bestockt quasi, dann durch eingezogen und durch eine geriebene Weißbrotkrume, Panade, durchgezogen. Und wenn man das alles so fachmännisch macht und à la minute macht und es dann in das heiße, am besten Butterschmalz gibt und dann die Pfanne schwenkt, schön schwenkt. Es muss geschwenkt werden, ja. Es muss liebevoll geschwenkt werden, auch das Wiener Schnitzel, ja. Und dann schwappt das Fett über die Panade und die Panade und quasi das, da die Feuchtigkeit, das Wasser, was im Kalbfleisch ist, das erwärmt sich und will austreten, es vergrößert sich. Und das lässt quasi die Panade aufgehen. Und dann ist das Wiener Schnitzel richtig. Es muss außen kross sein, die Panade muss dünn und schön aufgegangen sein und innen schön werden. Das ist ein Träumchen.